Jetzt gibt Bato à la Auschwitz. Schnell die Post. Jo Freunde, herzlich willkommen zu unserer Fußball-Challenge. Das ist by the way meine allererste. Ich bin hier zusammen mit den E-Bundesliga-Kader vom FC Red Bull Salzburg. Was geht? Auf jeden Fall, wir haben uns entschieden, 7-Meter-Challenge. Erste Challenge ist quasi ein normaler Schuss, zweite Challenge schwacher Fuß, dritte Challenge Trickshot und vierte Challenge blind. Und pro Challenge gibt es einen Verlierer, oder gibt es halt Verlierer, die nicht getroffen haben. Und alle, die getroffen haben, dürfen Arschfetzen. Pro Challenge. Das wird lecker. Gebt alle einen Daumen nach oben. Wie gesagt, das ist meine erste Fußball-Challenge und bin sehr, sehr gespannt. Eventuell kommt noch Lattenschießen dazu. Ich bin gespannt. Abfahrt. Yeah! Was, wenn der nicht trifft, der kommt Arschbolzen? Genau so ist es. Oh. Ja! Das ist hart, immer, Blick. Immer für Asset entscheiden. Egal welche. Sonst vorne mal. Warte, Druck. Wer beliebt er mich? Keiner. Okay. Der Druck ist so groß, Warte. Der Druck ist so groß. Ja! Leute, ich krieg schon Haarschwitzen. Scheiße. Oh, ich muss das so klar, dass dich das freut. Oh, wir kriegen ja beide. Kann ich auch schießen, Papa? Nö. Leute, Max und ich, erste Challenge verloren. Wir gehen Arschwitzer und ich hoffe, alle gehen auf ihn. Aber ich fühle, dass alle gehen auf mich. Wir gehen ja auch auf mich. Ja, wir machen ja auf mich. Jungs, bitte. Wie geht's da? Oh, ich bin tot. Auf jeden Fall, jetzt kommt die zweite Challenge, Weak Foot. Und dann gehen wir das Ganze nochmal durch und ich will nicht nochmal abschätzen. Und du haltest gar nichts mehr von mir, Kollege. Ja? Dass es mal klar ist. Na klar. Super, dass ich da hingegangen ist. Das muss eh da. Oh, so. No! Der Max ist ja gut. Deiner war aber nichts gegen meinen. Ich könnte halt mit links schießen. Wieso Kinder heute mit links schießen? Ich habe wieder alles gut zu machen. Danke, Budi. Schreibt in die Kommentare. Ich mache jetzt 5 Sekunden Pause. Schreibt in die Kommentare, treffe ich den Elfmeter, ja oder nein? 5, 4, 3, 2, 1. Ich hoffe, ihr habt jetzt kommentiert. Haben wir die vorne gescheit genug erwischt? Was wolltest du? Ich hab meine Füße zum Stehen da. Ich weiß es nicht. Wolltest du anschleifen oder? Der hat doch jetzt sicher einen Trickshot. Leute, an welchem deutschen YouTuber erinnere ich euch gerade? Mir fällt gerade einer ein. Du hast keine Grüße, geh raus! Shit! Arthur, ich geh nur auf dich. Ja, wenn der Bato links, links. Ich bin das ja schon verschießen. Jetzt geht Bato à la Arschwitz. Schnell dich raus.
Ja. Oh. Oh. Ja. Nein, Moment. Vor AR. Arschwätzen Pato, Teil 2. Ja. Mann! Egal. Ich hab den jetzt schon fertig. Ah, wer wartet? Weil ich jetzt noch perfekt da entfernt. Gut, aber geht's? Geht's gut, oder? Hast du gedacht? Wer war der Erste? Ich glaube, das muss gemeinsam gemacht. Wir haben es gemeinsam gemacht. Zuerst die und dann ja, aber genau dieselbe Stelle. So Leute, jetzt ist Trickshot an der Reihe. Wir dürfen mit allen so von hinten so diesen mit Hackespitze 1, 2, 3 auf jeden Fall mit allen nur nicht vorspannen oder Innenriss. Also irgendwie, dass es akrobatisch aussieht. Akrobatisch, dass ich sowas in meinem Wortschatz habe, Freunde. Daumen nach oben, ja? Let's go. Okay, Leute. Also Olivia. Wenn keiner von uns Spielern trifft, dann darf unser Management uns einfach mal den Arsch versohlen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass mindestens einer trifft. Leute, ich bin eigentlich gut, aber ich zeig's euch nicht. Jetzt. Oh. No! Yes, sir! Yes. Oh mein Gott! Ja! Blecki, was ist los? Mensch, es gibt ja zwei Blecki. Es schaut gut aus, dass der Ball meinen Arsch nicht berühren wird, ja? Bitte, Bruder! Bruder, ich zahle heute gut, okay? Ich behandle dich heute wie König, okay? Lass mal Arsch. Und ich sehe in der Mitte, was? Das ist nur mit der Stimme. Der Kumpel ist schon alle. Leute, die Schmerzen sind nur für dieses Video. 1000 Likes. Oh, das war Fuß. So Jungs und Mädels, jetzt kommt die Blindschutz-Challenge. Wir werden uns ein bisschen weiter nach hinten stellen. Ohne Torhüter, Augen werden geschlossen sein. Ich glaube, da machen wir eine extra Bestrafung. Dadurch, dass kein Torwart drinnen ist, derjenige, der nicht trifft, bekommt doppelt das Arschfetzer. Also, das wird jetzt nochmal krank. Warte bereit? Yes. Let's go, oder? Let's go. Ja. Mit Anlauf. Schau, blaue Linie ist Anlauf, okay? Blaue Linie ist Anlauf. Du musst das einschätzen können. Okay, dann wird's schon schwer. Tut mir leid, dass ich den Ball einfach weggerollt habe und du ausgerutscht bist. So, diesmal hast du gemacht.
Ja! Okay. Wow, bleib da stehen. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Geh weg. Okay. Ja! Mit auch noch ein bisschen Spülschwalle. Okay, okay, passt. Dann machen wir die zweite Runde. Ciao! Ja, ciao. Ja, ciao. Wir haben festgestellt, also Anna hat getroffen, GG an der Stelle. Wir haben festgestellt, es ist viel zu schwierig mit Anlauf. Jetzt gibt es noch einen zweiten Durchgang ohne Anlauf, aber immer noch die Augen verschlossen. Der Ehrenbruder hat noch einen zweiten zusätzlichen Arschfetzer, Arschbolzer in Deutschland, wie das ja so genannt. Und ja, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, ob ich jetzt mal das Tor treffe. Scheiße. Ja. Aber Leute, ich hab getroffen! Ich krieg schon wieder Arschfetze. Shit. Shit. Geht schon jetzt gut. Ja, oh! So bitter! So bitter! GG! Okay, Leute, alle bis auf zwei bekommen wieder den Arsch versohlt und ja, ich bin ja jetzt schon Stammgast und nächstes Mal mache ich es besser. Also, nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Ich habe trainiert. Am Abend. So Leute, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Hinterlässt alle den Daumen nach oben. Was ist, machen wir das nochmal? Irgendwann? Ja, gerne. Ja? Schreibt unbedingt in die Kommentare, welche Challenges wünscht ihr euch in Zukunft von mir, von uns. Wie gesagt, hat Spaß gemacht, meine allererste Fußball-Challenge, seitdem ich YouTube mache. Daumen nach oben, Leute. Abonniert, wenn ihr neu seid. Ciao, Leute. Ciao.